Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Alexander Fehling. Schönen guten Abend. Es soll um drei wunderbare Schauspielerinnen gehen, wie Sie wissen. Ich will nur noch mal auf eine Sache kurz eingehen, die auch auf andere Weise heute schon mal Thema war. Denn ich finde, es fällt schon auf, dass wenn eine Performance einer Schauspielerin uns besonders beschäftigt oder die wir uns besonders gefällt, dass es dann immer um eine starke Frau geht. Oder es wird immer gesagt, eine starke Frauenfigur oder das war eine starke Frauenrolle. Und ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, nämlich, dass sie nicht nur ein schickes Beiwerk ist oder dass sie sich nicht die ganze Zeit fragt, wo der Typ eigentlich ist. Und trotzdem fällt es mir immer auf. Und wenn man diese drei Filme schaut, dann sieht man Julia Jentsch, die in 24 Wochen eine Frau spielt, die zweifelt, die auch verzweifelt, ne? Und die bis aufs Äußerste mit sich ringt und die nach einer inneren Stimme sucht für eine wichtige Entscheidung, die sie zu treffen hat. Und die in der Lebenssituation ist zwischen Loslassen und Festhalten. Und Julia Jentsch spielt es so, dass man wirklich fasziniert zuschaut und tief mit ihr empfindet und es fast selber diese Erfahrung mitmacht, mit ihr, durch sie, durch ihr Spiel. In Toni Erdmann sieht man Sandra Hüller, die, wie ich finde, eine sehr verletzliche Frau spielt, die sich unheimlich durchbeißt und die hart zu sich ist, die vielleicht glaubt, stark sein zu müssen und die manchmal wie auf der Flucht scheint und vielleicht deswegen umso mehr gefunden werden will. In Sandra Hüller spielt es so, dass man wirklich Tränen lacht und Tränen weint. In Wild sieht man Lilith Stangenberg, die, wenn ich das sagen darf, Lilith, wo auch immer du bist, eine sehr, sehr eigenartige Frau spielt. Also einen Menschen, der eine sehr eigene Art hat, die auch rätselhaft ist, die manchmal wie ein Wesen ist, die sich manchmal durch die Welt bewegt wie eine Fremde und scheinbar ja auch das Fremde sucht und die Hand ausstreckt zu einem anderen unbekannten Wesen. Und Lilith Stangenberg spielte so tollkühn, dass man, ja, dass man tausend Fragen hat an diesen Menschen und dass man sich nicht satt sehen kann. Und ich finde, diese drei zeigen uns, dass eine Frauenfigur und eine Frauenrolle, auch wenn das oft so benannt wird, nicht stark sein muss, um außergewöhnlich und interessant zu sein. Und diese Beschreibung sagt überhaupt nichts über die Figur und über die Rolle aus, sondern sie sagt was über uns, dass wir nämlich scheinbar immer noch überrascht sind, sowas zu sehen. Und dass wir viel zu wenig noch, immer noch, komplexe und dreidimensionale Frauenfiguren im Kino erzählt bekommen. Und das ist einfach eine Frechheit. Ne? Männer dürfen so vieles sein, Frauen müssen dann stark sein. Das heißt, die Frauenfigur, die stark sein muss, klingt einfach wie eine Ausnahme. Und das brauchen wir nicht, sondern was wir brauchen, sind Frauen. Ja. Und wir brauchen Granatenschauspielerinnen wie Lilith Stangenberg, Sandra Hüller und Julia Jentsch, die diese Frauen spielen. Das sind nämlich die Nominierten für beste weibliche Hauptrolle. This is your specialist. I'm sure Miss Conradi can help you. Ich habe 4 Anrufe von denen. Ich kann mir das nicht leisten, so jemanden einfach zu versetzen. Du machst hier alles spitze. Wunderbar. Wieder weg? Ich habe mich erkundigt, wie so ein Abbruch, wie der abläuft. Warum machst du das? Wir wollen das Kind doch. Sein Herz funktioniert nicht richtig. Ich glaube, er wird kein schönes Leben haben. Wie würden Sie denn an meiner Stelle entscheiden? Hör zu, ich bin nicht mehr allein. Ich habe keinen Platz mehr für dich. Verstehst du? Was essen denn Hunde? Alles. Muss ich Urlaub nehmen? Ich glaube, vielleicht tue ich ganz auf. Ist doch Quatsch.
Sie werden sehen, ein paar Wochen und sie sind wieder ganz die Alte. Ich will aber gar nicht mehr so sein, wie ich war. Und die Lola für die beste weibliche Hauptrolle geht an Sandra Hüller. Das habe ich in diesen Kaugummi reingemacht. Und jetzt habe ich ihn immer noch und weiß nicht genau. Vielen Dank, das ist echt ein sehr schöner Abend. Das ist ja nicht immer so. Und heute ist es ist wirklich sehr schön. Ich weiß wirklich nicht so richtig, was ich sage. Kürzlich hat ein Journalist zu mir gesagt, dass es langsam zum Problem würde, dass man so wenig Emotionen von mir sähe in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich wirklich sehr lange darüber nachgedacht, ob ich jetzt was ändern soll. Habe auch meine Freunde gefragt und so und dachte dann, nee, das ist irgendwie meine Privatsache. Aber es gibt so Ausnahmen wie heute Abend. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so dermaßen, dass ihr das honoriert, weil das, danke Alexander für diese sehr schöne Laudatio. Weil ihnen ist es einem ja keine Sekunde leicht macht, sie zu mögen oder sowas. Und das muss man auch nicht. Das habe ich da gelernt. Und ich will euch mal sagen, euch Kollegen, die hier gewählt haben, das ist so für mich was sehr Besonderes, dass ich über so einen langen Zeitraum von euch so umarmt werde und so respektiert werde, meine Arbeit so von euch honoriert wird und dass mir immer wieder gespiegelt wird, was das mit euch macht. Das bedeutet mir sehr viel. Und als allerletztes möchte ich sagen, mein Vater ist heute Abend, ihr wahrscheinlich stirbt er jetzt gleich vor lauter Aufregung. Und ich möchte sagen, mein lieber Papa, ich wäre niemals sauer, wenn du mich irgendwo überraschend besuchen würdest. Und Dankeschön.